Ja, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen bei Let's Dark Age of Camelot together. Wuhu! Dö, Hallo! dö, Da, dö, dö. Da, da, da. Wir sind gerade auf dem Weg zum Zerg, der glaube ich in DC ist. Okay. Tja, da waren die eine Runde schneller als wir. Schneller gewiped, als wir hinlaufen konnten. das kann nicht sein. Haben wir schon wieder so viel Spaß verpasst. Ja. Verdammt. Ja, wir hatten vorhin überlegt, ob wir die Quest machen. Aber da warst du ja noch nicht da. Deswegen haben wir uns gedacht, wir laufen erstmal nur mit dem Zerg mit. Das können wir jetzt auch erstmal weitermachen, finde ich. Ist ja ganz okay. Vielleicht kommen wir auch zufällig an einer der Stellen vorbei. Rechts. Der Zack sammelt rechts. Rechts bin ich aber nicht. Okay, Ich habe habe ich nur ein den Lag gesehen. Valomat gemacht und es kam quasi das Gegenteil davon heraus. Habe ich auch gemacht, als ich 14 war. So lange gibt es den schon. Noch länger. Da sind sie. Wuhu! Ozzy. So aufregend. Kann ich noch Ossi. nicht. Ossi Osborn, ah, jetzt kapiere ich das erst. Target Herorius. Das müsste doch eigentlich Sollte gehen, ja. funktionieren. Ja, tatsächlich. Okay. Was ist denn unser Plan? Wo laufen wir denn hin? Hier ist doch alles grün. Immer hinter Ossi Osborn her. Ach so, Sprint an, ne? Und so. Ich hab. Die laufen nämlich auch mit Sprint, wie ich das hier sehe. Korrektamente. Alles sprintet. Aber vielleicht invasieren wir auch das Secret vierte Realm, ne? Was vielleicht da hinten ist. Das weiß einfach Kann natürlich keiner, auch sein. weil noch keiner da hingelaufen ist, um mal nachzugucken. Aber da wartet noch ein ganzes Reich auf uns, um erobert zu werden. Es kann sein, dass sie Not sich geholt haben und dadurch, ich weiß noch nicht ganz, wie es funktioniert, dass sie dadurch für uns hier in Krimt das Geistergebiet geholt haben und das funktioniert ja so mit der Quest, wenn du deffst lange genug, dann kriegst du die Aha. Belohnung dafür. Okay. Fragt einer, deffen wir hier und er sagt Zelt. Wir deffen im Zelt? Weil es ein Midgard-Zelt. Ach so. Ih, ein Midgard-Zelt. Eklig. Weg damit. Bäh. Eklig. Das ist wie ein rot-weißes Bayern-Trikot. Apropos, läuft das Spiel schon? Denke schon. Es ist sowieso ein bisschen pervers. Der Olle sitzt hier und spielt mit Komm, wir Püppchen laufen hier. und meine beiden Frauen gucken Fußball. Spiel mit Ja, Püppchen. Finde ich gut. dann schick eine von deinen beiden Frauen hier zum Zocken hin und dann kannst du Fußball gucken. Echt mal. Kann das aufbauen. Tja. Ja. Und was machen wir jetzt hier so? Also deffendermaßen? Wir dürfen. Ich meine, Wieder weiß okay. doch was. Das Wenn gleich Feinde kommen, dann stelle ich mir wieder, suche ich mir wieder hier so eine Wand zum Angucken und spamme einfach Gruppenheal, während ihr euch auf die Zinnen stellt und Punkte macht. kann man machen. Huch. Dann gehe ich mal jetzt hier an Halef und kette mich da dran. Ja, ich glaube, halt Damit ich mal einen Halef, der weiß, was zu tun ist. er weiß besser, wo die Zinnen sind. Warum laufen die gerade alle wieder raus? Hat das irgendwie einen tieferen Sinn? Ich glaube, die holen bestimmt. Dann stehen jetzt alle hier. Bist du auch Und die. in der BG drin? Ja, bin ich. Aber Okay. sie haben ja irgendwie nicht geschrieben raus oder so. CK too late. Ach, die wollten.
Dings holen, das OW10 Agramon Dingsbums Gedöns. Aha, okay. I think they were we go. I think, you think, we all think. Wie das mit der Werbung? What are you thinking about? Hast du die auch mal gesehen? Nee, aber über ein Boot denke ich eigentlich positiv. Ja, es ist so eine lustige Werbung. Ich weiß nicht mehr, ob das Langenscheid oder irgend so ein anderes Sprachlerndings da war. Quasi für Englisch lernen, ne? Hatten sie so Küstenwache. Und dann war dann der neue Küstenwachen-Azubi da am Funkgerät. Und dann kam irgend so ein englischer Notruf, kam dann rein, ne? We are sinking, Mayday, was auch immer. Ne, und er antwortet dann, what are you thinking about? muss mal auf YouTube gucken, also der ist echt göttlich. Klingt ja schon herrlich. Das ist aber jetzt nicht die Sprache, in der du Jana unterrichtest. Nee, ich unterrichte sie ja in Mathe. Aber in Englisch, hat Jana mir gesagt. Stimmt, wir haben letzte Stunde haben wir komplett in Englisch gemacht. Er stellte sich überraschenderweise heraus, 1 plus 1 ist auch auf Englisch 2. Ich dachte, das wäre 2 auf Englisch. Ich verstehe. And the 1, and the 2, and the 3. Ja. In solchen Momenten wünsche ich mir ein Bodyguarder. Ja, das glaube ich. Aber guck, du hast hier so fette Wände, die sind auch gute Bodyguarder. Sind das zu viele Fallen? Nein, es sind niemals zu viele Fallen. Das stimmt. Es kann gar nicht zu viele geben. Das saugt dann erstmal bei den ersten zwei Gruppen Divine Intervention leer. Ich habe ja meine Bomben da auch abgelegt. Sehr schön, sehr schön. Ich würde auch, wenn ich sowas hätte, aber ich habe hier ein Mana-Feld hingestellt. Man kann ja RA-mäßig darauf specken, dass diese Art von Fallen mehr Schaden macht. Echt? Das gibt's jetzt auch? Mhm. Aus meiner Gilde? Die haben gerne mal eine ganze Runi-Gruppe gemacht, bis ja, auf ein Healer. Trollbild. Voll alle Punkte rein, ja, genau. Fallen gesteckt und dann warten, dass da wer reinläuft. Ja, die haben, haben einen Keep angehauen, dass es gefeuert hat, haben vorher jeder da zweimal eine Bombe gelegt und dann haben sie einfach nur gewartet, dass jemand kommt, der dann natürlich reingegangen ist vom eigenen Dream. Und in dem Moment, wo die an die Tür gegangen sind, ja, so ähnlich wie letzte Woche die Aktion mit der unsichtbaren Bombengruppe, genau. Ne? Genau. Das machen die wirklich öfter, haben mir ein paar andere Guildies erzählt. Hero kann die wohl gar nicht leiden. Warum nur? Also ich fand's witzig. Also jetzt so im Nachhinein war's witzig. Durchaus, ja. Bause, ich geh mal die Zinnen hoch, wenn du mit willst. Ich sehe dich auch, im Moment zwar nicht. Hier, aber hier, ich stehe neben dir. Besser gesagt, besser ich als du neben dir. Also, warte, ich mach mal dann hier so ein. Genau, mach mal so ein Stick. Dicke. Ich lauf mal den einfachen Weg hoch. Seid ihr dann Zinnensoldaten? Zinnensoldaten, genau. Weiß man noch nicht so genau. Ich habe auch keine Bomben liegen, sondern Schokoladentafel. Hervorragend. Ich heile da jetzt die Wachen, so. Gut gemacht, guter Mann. Boah, jetzt entkoppel ich mich wieder, ne? Oder? Ja, mach das. Und zeig dich nicht zu sehr. Sind denn schon da irgendwelche Strolche? Noch nicht. Aber wenn die kommen, ist das folgendermaßen. Wenn du hier stehst, ja, hast du bei denen ganz viele Freunde und bei uns ganz viele Feinde. Weil die schmeißen dann da AEs auf dich und die treffen dann auch alle, die hier drum rumstehen.
Und dementsprechend hassen sie dich dann. Also, dann stelle ich mich hier wie die anderen auch hier. Genau. Ich weiß nicht, ob hier hinter jede Zinne nur einer stehen darf, aber der hier zählt ja als anderthalb, würde ich sagen. Aber ich kann auch von hinter der Zinne aus meine Bolzen. Nö, ne? Nö, nö. Da musst du dann wirklich, also du wartest erstmal hier, suchst dir dein Ziel aus, während du noch hinter der Zinne stehst. Dann hast das spring dann, ich nach links. Genau, schmeißt da deine zwei Bolzen und dann springst du wieder zurück. Boah. Genauso funktioniert hat. Und wenn du Glück hast, dann machen das zwei, drei andere Caster zur gleichen Zeit auf selbe Ziel und das ist dann tot. Ich versuche das mal mit dir zusammen zu machen und zu debuffen für dich. Kommt vielleicht was bei rum. Jetzt kommen wahrscheinlich 3 Stunden lang keine Feinde. Vermutlich. Ja, Hauptsache wir machen nach einer Phase eine Zigarettenpause. Feinde mit halt dran halten. Mit BG encroachen. Also die kommen jetzt. Oh. Bei Asterix bei den Briten, da ist auch die Teepause immer eingehalten worden. Mindestens von den Briten. Das muss auch sein, ne? Das gehört sich ja so. Wir hatten nachher die Römer auf dem Pelz, aber immerhin, mit Stil. Ja, bei mir ist gerade meine Bildschirmverdunklung angesprungen. Ich sehe nichts mehr. Das, ja. Ich glaube, ich deaktiviere die mal eben für die Aufnahme. Sekunde, gleich wieder da. Und da bin ich wieder. Das ging ja super schnell. Mit deiner Bildschirmverdunklung kannst du da einen Blinden simulieren oder was für einen Sinn und Zweck hat das? Ja, ja, ich kann mir dann auch noch Watte in die Ohren stopfen, dann einen Tauben simulieren und Ist das gleiche, als wenn man sich hinter so eine Zinne stellt, ne? Ja, quasi das gleiche, halt nur umgekehrt. Ja, die anderen können einen dann nicht mehr sehen und hören. Hast du da schon Feinde? Nee, ne? Doch, da. Ach, da kommen sie. Ich frag mich, was ruckelt das denn hier so? Alter Schwede. Alter Schwede. Ich hätte vielleicht vorher hier das Mana-Feld nochmal hinstellen sollen. Alter, ja, jetzt ist da genau das passiert. Irgendeiner hat einen AE sich eingefangen und mein Spell wurde interrupted. Skandal. Da sind mal ein paar mehr, ne? Das sind ein paar sehr viele. Oh! Nein. Oh, Brausi, oh, Brausi. Brausi hat nur ganz kurz um die Ecke geguckt. Ja, zu lang. Da stehen 30 Leute, die auf alle Leute warten, die auch nur eine Viertelsekunde zu lang um die Ecke gucken. Hier kriegst du auch noch Wasserbuff, ist wichtig. Ja, natürlich. Wasserbuff ist da. Irgendwer ist hier Metzanker. Ja. Ich kann's nicht sein. Und hier wollen Schleicher gerade hochklettern. Haben unsere Schleicher gerade auch entdeckt. Das ist aber scheiße. Da. Sorry, da konnte ich nichts machen, das ging zu schnell. Hier stehe ich an einer doofen Ecke, glaube ich. Ja, hier sind auch schon. Ah, ne, das sind Schleicher, ne? Die haben uns nur hier aufgerammt oder so. Ich glaube, ich muss mal wieder in das Mana-Feld rein. Ich habe gleich kein Mana mehr. Boah, aber hier sind zu viele Leute, die sich AEs fangen. Das ist doch nicht wahr. Ich komme hier zu euch rüber.
Wann ist denn der Moment, dass wir uns ins Innenkeep zurückziehen? Tor ist schon unter 50. Für gewöhnlich, wenn er schreit. Also ich, wir sollten vielleicht langsam ja, runter. Wir sollten schon mal langsam hier runter. Kurz orientieren, wo ist denn der Eingang? Brauche dein Schild. Ja, wir rennen da gleich durch das große Tor. Wofür stehen hier eigentlich Rammen? Hat das irgendeinen tieferen Sinn? Tor ist auf, Außentor ist auf, rein. Noch nicht. Ja, ich gehe aber rein. Macht das. Ihr könnt euch da gerne. Ah ne, hier wollte ich nicht hin. Ich will noch eine Etage höher. Falls geht, Damage ansagen, aber ich glaube, da kann man nicht viel ansagen. Nicht so viel. Müssen wir ganz bis in die Spitze, oder? Wir müssen. Nein. Ich mach das einfach, weil ich hier mehr sehe. Also die stehen noch draußen vor dem Tor, wie das aussieht, haben sich noch nicht reingetraut. Wenn sie schlau sind, schicken sie erstmal irgendwie ein paar Kamikaze-Leute vor, die einfach nur die Minen wegräumen. Anne gibt für gewöhnlich ein Signal und dann rennen alle gleichzeitig. Hab ja gesagt, wenn sie schlau sind. Jo, wen, jo? Wenn ich Zerglieder wäre. Versuch's doch mal. Guck mal, da liegt schon der Erste. Der ist, die haben offenbar meinen Plan ausprobiert. Wann kann ich denn endlich wieder Mana-Feld? Ah, da. Huch. Also das geht schon erstaunlich auf die FPS für so ein altes Spiel. Ich glaube, das wird man heute noch ein bisschen besser optimieren. Und da rennen sie und sie kommen und sie kommen und sie kommen und sie kriegen aufs... Raus, jetzt darfst du auf die schießen. Kriege ich hier irgendwas angecastet? Nur so einfach nur so just for fun, weißt du so? Das ist Herorius. Warum kriege ich... Alles, was ich anklicke, ist Herorius. Ist doch nicht wahr. Das ist sowieso zu fahr. So fair. Warum kriege ich denn überhaupt keinen hier? Weiß ich nicht. Hast du vielleicht die Mauer dazwischen oder so? Ich stehe schon hier. Sehr riskant. Also ich kriege ab und zu mal... Jetzt geht's wieder raus. Target. Du hast Damage? Obwohl, nein. Nee, noch. Die trauen sich noch nicht. So, ich stell eben Mana-Feld nochmal. Das ist ja cool, weil ich bin echt halb Mana, ja. Ich bin aber ganz oben hier. Ach, da hinten steht noch ein Mana-Feld. Genau. Also, wir können ja mal tauschen hier. Stell du dich mal an die linke Lücke. Da bist du noch ein bisschen näher ran. Ich bin sowieso out of range und kann nur heilen. Weil ich krieg auch, ne, mit nächsten Feind oder so. Ja, dafür sind die zu weit weg für den nächsten Feind. Kannst du denn die Freunde von uns da anklicken? Oder sind die auch? Auch die direkt hier am Tor stehen, die. Oh, mal ausprobieren jetzt. Oh, ich habe jemanden geheilt und dafür 34 Reichspunkte bekommen. Oh. Da ist Anna gestorben. Hatte ich gerade nicht im Target. Was ist denn das für eine ist das Norseman oder? Nee, das ist ein Kobold. Kobold. Kobold Zerglieder? Ja. Boni. Sieht man auch gar nicht. Ist auch wirklich sehr, sehr gut.
Ja, aber... Jetzt habe ich Brausebarkeiten geklickt. Das war auch ein cooles Target, aber... Nicht das, was ich jetzt wollte. Nicht hilfreich. Also bisher halten sie gut zurück. Oh, Pandori, Pandori, nicht sterben. Hurra, ich kann Pandori nicht mehr sehen. Pandori, wo bist du? Da hinten, achso. Wir müssten zumindest mal die Nase ein bisschen reinstecken. Ich sehe nämlich hier ja überhaupt keinen. Ja, ab und zu kommt mal einer in den Gang, aber ist noch keiner weitergekommen als hier quasi unterm Torbogen ungefähr. Aha. Vielleicht eine Etage tiefer am Fenster oder so wäre es vielleicht günstiger, aber... Fenster ist immer ein bisschen tricky. Ich habe aber das Gefühl, wenn wir jetzt rausgehen, weil wir uns so sicher fühlen, dann ist das eine Falle. Ich glaube, die wollen uns in Sicherheit wiegen, bevor dann der richtige Push gleich kommt. Oh, du hast Damage. Ich drücke und... Hä, warum? Also, ich hatte... Wahrscheinlich werden wir uns nicht sehen. Ne, ich hatte kurz irgendwie so einen kleinen Lag oder was. Das ist nicht mein Kampf. Der Heiler Point of View bei sowas ist immer relativ unspektakulär. Die warten darauf, dass unsere Stürme weg sind. Wahrscheinlich. Was war das denn? Tja. Da hat gerade so ein Troll einmal kurz die Nase reingehalten, ne? Gerade kam da so ein Gargoyle da angeflogen. Ja, genau. Das hat mich auch gerade so gewundert. Da ist schon wieder einer. Lasst euch nicht rauslocken, Leute. Schön hier drin bleiben. Minuten, dann kann ich meinen. Ach ne. Noch 23 Minuten, dann kann ich wieder meinen Kristall-Titan umstellen. Ah. Ich finde, einige lassen sich da schon zu weit rauslocken. Ich bin vielleicht etwas vorsichtig, aber. Nur ein bisschen. Wenn du sagst, das sind so gute Zergleiter da drüben, die wissen, ja, was sie tun. Anne auf jeden Fall. Das ist schlau. Das ist ja das Schlimme. Er wird sich schon irgendwas anderes einfallen lassen gerade. Ja, weil hier direkt durchbrechen ist natürlich nicht einfach. Das heißt, die müssen sich irgendwie einen Plan ausdenken, wie sie uns erstmal schwächen. Ne, ein paar rauslocken und so. Gucken, dass wir keine Verstärkung reinkriegen und wenn wir dann so... keine Ahnung, 20% verloren haben, dann können sie es ja mal versuchen. Siehst du zum Beispiel diese Positionierung von den Rammen? Ja. Damit da halt nicht angeklickt werden kann, so leicht. Mhm. Das ist auch geschickt. Die Katapulte dahinter, ballerst du einfach rein und die tun echt weh, wenn du so ein Ding getroffen bist. Mhm. Also einem Krieger jetzt nicht, weil er hat Resistenz, aber so... Stoffi, der schreibt. Ich weiß nicht, ich gehe mal wieder auf die Zelle. Ich weiß nicht, ob du da in Heal Range bist, aber wird schon. Das passt schon. Ich würde gerne nach da drüben, aber vielleicht auch lieber nicht. Weil da können auch die Schleicher hin. Boah.
Da sind bestimmt 20 Katapulte von denen. Mindestens. Ernsthaft? Boah. Alter, und Schrieböcke. Also, die meint's ernst. Ich stelle noch eben ein neues Mana-Feld. Da stehen alle schön außerhalb der Range. Ja, die werden schon... Das war ein Tor. 1-0? Für wen? Hey. Für wen? Am Top 3, hey. Also, okay. Groß. Was für ein Erfrischendes. Hatte zuerst überlegt, ob ich das jetzt in den Chat schreibe, hab's mir dann aber anders überlegt. hast du Nearsight drauf? Sieht so aus. Ach, scheiße. Blaues. Hast du Nearsight hier? Nee, ich glaube, doch, doch hab ich. Müsste ich dich aber irgendwie mal sehen. Ich bin auf der rechten Seite des Sets, in unserer Sicht aus, rechte Seite. Okay. Da ist aber so ein Ding dazwischen. Au, was war denn das? Tja, Nearsight geklärt. Super. Jo, Problem erledigt. Hast du da irgendwie Retzer in der Nähe? Eher nicht. Ich komme da nicht dran, so ohne weiteres. Doch, ich bin jetzt gerettet. Alles klar, super. Falls du Buff brauchst, ich bin hier im Mittelkeep ganz oben. Also musst du dich entweder unten in den Hof stellen, so bei den Rammen irgendwie hin, oder musst du hochkommen? Ich hab so ein Mittel-Buff-Ding. Das funktioniert jetzt auch, okay. Da kommen sie. Wusste ich doch. Erst schwächen und dann ganz überraschend, wenn keiner mit rechnet. Genau, jetzt Brause, schmeiß alles. Schmeiß deine Bolzen, mach sie alle platt. Naja, ich muss auch... Erstmal irgendwas anklicken, ich weiß. Nur einen habe ich erwischt, oder jedenfalls. Ja, zumindest haben wir ihre Punkte gekriegt, also irgendwas musst du getroffen haben. Aber jetzt mach weiter. Caste. Ist wahrscheinlich viel außer Range. Ne, mit deinem Bolzen kommst du ran, aber mit dem normalen DD nicht so gut. So, da unten sehe ich... Kann ich irgendwas von uns heilen? Vielleicht wissen da was von uns da. Zack. Okay, sieht so aus, als konnten wir sie einmal zurückdrängen. Alles von uns, was ich anklicke, ist schon voll geheilt. Außer ich. Oh, wo bist du denn? Egal, ich hab den Defekt gerade gemacht. Ich wundere mich, dass ich keinen Schaden mache. Na klar, ich habe ja auch Sick. Der dicke grüne Troll, da ist übrigens ein Freund. Ah. Hab mal gewunken. Wo stehst du? Oben, ne? Ja, ganz oben. Ja, das Pause. Ja, da sehe ich euch. ich wink jetzt nicht, ne? Er will rausrushen. So, wir rushen raus. Kann man von ganz... Ja, klar. Brause, wir springen runter. Einfach runter. Und raus pushen. Go. Raus. Gruppe rein, alle in den großen Haufen von uns rein. Ich sehe keine Feinde gerade, ich bin zu weit hinten, aber ihr habt das schon im Griff, nehme ich an. Oh. Ah, da hinten sehe ich Cast von... Oh. Ich... Ja. Nochmal Glück gehabt, du. Und wieder rein. Ich glaube, die pushen zurück. Das war, glaube ich, die Idee von dem. Brausi? Ja, der liegt hier. Ah, zu weit außer Range. Ich krieg dich nicht. Ja, kann mir gar nichts erinnern. Wenn jetzt nicht von irgendjemand anders da noch gerettet wirst, dann
kann ich in Ruhe pinkeln gehen. Nix da. Wie weit bist du denn? Ich sehe dich nicht. Guck mal. Mann, nein. Noch näher ran bist du. Nee. Ich lieg hier sowieso mitten zwischen den Bayern. Also von daher. Was hast du denn so weit da vorne gemacht? Du bist doch ein Caster, du hast doch mega Range. Ich bin so weit, bis ich den ersten erwischen konnte. Also, da konnten sie dich dann auch erwischen, wa? Da konnten sie mich auch erwischen. Und in dem Moment, als du riefst, zurück, da war ich schon bewegungsunfähig. Ich glaube, wir drücken sie wieder ein bisschen zurück. Ich probier mal nochmal mein Glück. Ja, ich komm dran und hab dich. Ja, aber ich befürchte. Annehmen und weg. Weg, laufen. Ich lauf. Rein. Das hat aber. Ah. Ich sag doch laufen, Kinder. Du hast leicht reden, wir sind nach 2 Schlagen tot. Sogar nach 3 Hämmern, das will was heißen. Aber vom Dings könntest du uns vielleicht erwischen. Ja, ihr liegt ja relativ nah dran. Ja, wir liegen immer nah dran. Er kann es mir erzählen, was er will. Das ist immer noch episch, wenn diese Thors Hammer zu 20 ja, auf da jeden Fall zerkrollen. Ja, Brause, kommt vom Fenster weg. Ja, yeah, ich hab noch jetzt mit. Ja, super. Alle wieder da. Haha. Ihr könnt uns gar nichts. So, genau. Da stehen wir gut. Ich verteile eben Buffs. Also da liegt ja noch einer von uns. Scheint AFK. All Backstairs machen wir hinten. Aber wo sind hier die Backstairs? Ich weiß gar nicht, was. Death Piston. Hier sind sie nicht. Also? Rennen wir jetzt schon alle wieder rein? Backstairs. Nee, ich suche gerade die Backstairs, aber. Meintest du den Hintereingang? Ich nehme mal an, damit war der Hintereingang gemeint. Aber wo der hier ist, weiß ich nicht. Wie ist draußen die Lage? Kann einer was sehen gerade? Wieso kriegen die so eine coolen Dev-RPs und ich nicht? Weiß ich nicht. Wir haben nicht genug gedefft. Ist ja auch ein paar kleine Pünktchen gekriegt, aber mehr nicht. Ich habe ja echt 3 der Bomben. Oh, wir hatten hier gerade Reichsrang 13 L6. GZ Terrorius. GZ? Nein, doch nicht er. Nicht? Wer denn? Terrorius ist. Ach, Küm. Wir sind alle wieder raus. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wir sind gerade draußen. Die Feinde sind irgendwie verschwunden. Nichtsdestotrotz müssen wir an dieser Stelle einen kleinen Cut machen. In der nächsten Runde geht es dann, würde ich sagen, direkt mit Deffen weiter. Brause muss jetzt allerdings eine kleine Pause machen. Stell dich am besten drin ins Keep rein. Ja. 3 Minuten. Also wie gesagt, kleinen Cut und Cut.